Jan Urbich ist bei uns. Ein Hessen-Duell mit Derby-Charakter, sage ich mal. Alles war eigentlich angerichtet. Mal ein paar Worte von dir zu dem Spiel. Ja, ich glaube, am Anfang haben wir uns ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Sind nicht so gut in die Partie gekommen, gehen dann auch 1-0, 2-0 in Rückstand. Haben uns dann aber aufgerappelt, sind über die Standards ins Spiel gekommen, dann besser. Haben auch den Gegner provoziert, haben ein bisschen Stimmung reingebracht. Die Fans haben uns nochmal gepusht und so. Und ja, also am Ende dann unglücklich verloren, natürlich mit der roten Karte noch. Das hat uns natürlich auch nicht in die Karten gespielt. Ja, wobei wir den Eindruck hatten, dass ihr nach der roten Karte so richtig das Herz auf dem Platz gelassen habt, dass ihr alles reingehauen habt und dass ihr im Grunde genommen Kassel überhaupt nicht mehr zur Entfaltung habt kommen lassen. Ja, wie gesagt, wir haben am Ende alles reingehauen. Ich denke, nach dem 2-0 hat man gemerkt, wir kommen besser ins Spiel, hauen mehr rein, investieren mehr als der Gegner und am Ende belohnen wir uns dann nicht. Ja, du sagst es, am Schluss habt ihr euch nicht belohnt, aber ihr habt zumindest eine zweite Halbzeit gespielt. Die war okay. Würdest du mir zustimmen, ihr habt das Spiel in der ersten Halbzeit verloren? Ja, definitiv, ja. Okay, dann vielen Dank fürs Interview. Alles Gute. Kevin Lengford ist bei uns. Ich will jetzt gar nicht viel reden von Derby oder was auch immer. Gute Stimmung, tralala. Erzähl mal aus deiner Sicht erstmal, wie du es gesehen hast heute. Ja. Die ersten 20, 25 Minuten haben wir gefühlt verschlafen, so nach, bis zum 2-0 waren wir nicht gut drin, aber dann haben wir uns durch Standards und durch die Fans und Emotionen haben wir uns reingekämpft, auch in der ersten Halbzeit noch, machen dann das 2-1, haben dann keine 1000%ige Chance jetzt auf 2-2 vor der Halbzeit, aber wir waren irgendwie am Drücker, so vom Gefühl her, das passiert jetzt gleich, dann war Halbzeit und das haben wir uns dann einfach vorgenommen, auch für die zweite Halbzeit, dass wir da so schnell wie möglich 2-2 machen und dann einfach dann den Bann so brechen und dann Tor nach Tor, aber ist uns leider nicht so gelungen, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann kam die rote Karte, ist natürlich auch ein bisschen bitter, aber ich finde, selbst nach der roten Karte waren wir eigentlich gut im Spiel. Aber ja, die 1000%ige Chance hat uns dann gefehlt, beziehungsweise das 2-2 zu machen und dann verlierst du das Spiel halt leider. Aber ich finde, wir waren trotzdem die bessere Mannschaft, das ist halt jetzt bitter. Aber wie gesagt, wir haben jetzt noch zwei Spiele in der Saison und noch das Pokalfinale. Die wollen wir jetzt alle drei gewinnen und dann wollen wir die Saison positiv abschließen. Ja, man hat es gemerkt, nach der roten Karte eigentlich, da habt ihr im Grunde genommen nochmal eine Schippe draufgelegt und das Herz auf den Platz gelassen, habt alles gegeben und letztlich ist es dann doch sehr frustrierend, wenn man dann als Verlierer vom Platz geht. Ja, zumindest diesen einen Punkt, das hättet ihr gerne noch gehabt, ne? Ja, ist bitter. Vor allem, wir wollten für uns, für die Fans, ist ja halt mal ein Derby, da wollten wir alles raushauen, auch Teil wieder gut machen, so was in Koblenz war, das war nicht gut von uns. Und deswegen ist halt jetzt bitter, aber wir müssen den Kopf oben halten. Wir haben jetzt noch zwei Spiele plus das Pokalfinale und da wollen wir, wie gesagt, 6 Punkte plus den Pokalsieg holen. Dann sage ich herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Kickers Offenbach gegen KSV Hessen-Kassel. Endstand 1-2 vor 6.471 Fans. Pardon. Ich begrüße rechts neben mir Alexander Kiene, den Coach von Kassel. Hallo. Und links natürlich Christian Neithardt. Wie immer gebührt zum Spiel das erste Wort dem Kasseler Trainer. Ja, erstmal vielen Dank für die einleitenden Worte. Ein Hallo in die Runde. Ja, für uns ist es natürlich ein toller Tag, dass wir hier das Derby in Offenbach gewinnen und vor allen Dingen auch drei sehr wichtige Punkte für unser Ziel Klassenerhalt geholt haben. Ja, damit sind wir eigentlich so gut wie durch, je nachdem auch, was morgen noch passiert. Aber mit dem Sieg heute haben wir den Riesenschritt gemacht und uns einfach auch dann auswärts mal mit 3 Punkten belohnt. Wir waren ja in den letzten Wochen immer mal wieder dran, haben auch bei sehr guten Mannschaften auswärts gute Auswärtspartien abgeliefert, meistens dann aber nur einen Punkt mitgenommen. Und heute haben wir das Spiel am Ende dann ja, gewonnen, uns erarbeitet. Ich glaube, ein Stück weit eine Basis für den Erfolg war die erste Halbzeit, weil wir ja, vom taktischen Plan einige Dinge sehr gut umgesetzt haben. Es war klar, dass Kickers Offenbach hier zu Hause mit Wucht kommen wird. Deswegen haben wir schon auch den Plan ein bisschen adaptiert, haben auch versucht, zum einen gerade in der ersten Viertelstunde, in den ersten 20 Minuten mehr zu überspielen. Sonst sind wir eigentlich immer auch eine Mannschaft, die spielerische Lösungen von hinten spielen möchte, haben möchte.
flach rauszukombinieren. Heute haben wir schon auch viele Bälle dann auch auf die letzte Linie gechippt, gerade auf Sergen Sararea, um dann einfach auch das Pressing von Offenbach zu überspielen. Das war so eine Marschroute und das andere war, dass wir gerade auch gegen diesen Gegner auch immer über Spielverlagerungen kommen wollten. Und wenn man dann insbesondere das zweite Tor sieht, wo wir das perfekt umgesetzt haben mit der Verlagerung, auch mit der Überladung des Flügels, dann mit der Flanke und dem Abschluss im Zentrum, dann waren das einfach Dinge, die wir in der Woche trainiert haben und auch vorbereitet haben. Und es freut natürlich den Trainer, wenn das dann auch so klappt. Mitte der Halbzeit, auch zum Ende der Halbzeit, haben wir natürlich zu viele Standards zugelassen. Wir wussten auch, dass Offenbach da einfach auch eine Qualität hat, sowohl in der Ausführung als auch eine Wucht im Zentrum. Da sind wir in der einen oder anderen Situation aus meiner Sicht noch zu unerfahren, machen zu viele Fouls, auch gerade in unserem letzten Drittel vor unserem Tor. Und ja, dann kriegst du es 2-1 und dann ist es klar, dass es hier auch gerade in der zweiten Halbzeit ein hochintensives Spiel wird, wo Offenbach versuchen wird, das Ding zu drehen. Ich glaube, dass die rote Karte uns nicht unbedingt in die Karten gespielt hat, weil man schon dann auch bei dem einen oder anderen bei uns gemerkt hat, dass wir noch nicht die Souveränität im Ballbesitz haben, um dann auch so eine Überzahl besser auszuspielen. Haben dann eine zu hohe Fehlerquote gehabt, waren dann auch nicht so sicher, wie ich mir das gewünscht habe. Und so ist es klar, dass Offenbach dann auch mit den Wechseln trotz Unterzahl ja alles reingehauen hat, auch mit vielen Standards versucht hat, irgendwo dieses Ding noch zu drehen. Wir haben es trotzdem wieder mit Mentalität, mit Charakter, mit einer Geschlossenheit verteidigt und am Ende ein Stück weit uns diesen Auswärtssieg erarbeitet. Aber es ist klar, es war ein total enges Spiel, was auch noch hätte kippen können. Da müssen wir ehrlich sein. Aber nochmal, was die Mannschaft in den letzten Monaten geleistet hat, seitdem ich da bin, seit November, ist herausragend. Und ich denke, dass das heute wirklich ein hochemotionales Spiel für alle Seiten war. Ein tolles Derby, wo es sich einfach lohnt, auch ins Stadion zu kommen. Und dieses Gefühl nehmen wir mit und wollen trotzdem auch noch die letzten beiden Spiele in der Liga erfolgreich gestalten, um dann auch diesen Trend, diese Entwicklung der letzten Monate fortzusetzen. Christian, dir und deiner Mannschaft wünsche ich auch noch erfolgreiche zwei Spiele und dann natürlich auch viel Erfolg im Pokalfinale, um dann auch in den DFB-Pokal einzuziehen. Vielen Dank. Danke dir, Alexander, für dein Statement und die Einschätzungen zum Spiel. Christian, gerne deine Worte. Alex, erstmal vorweg Glückwunsch an Hessen Kassel und an deine Mannschaft zum Sieg. Ich sehe es schon ein bisschen anders, das Spiel. Vor allen Dingen, wir sind erste Halbzeit nicht gut reingekommen, gerade auch bei den beiden Gegentoren. Beim ersten Gegentor trifft er den Ball perfekt. Ich glaube, von 10 Mal wird er den 9 Mal aus dem Stadion schießen. Den hat er perfekt getroffen. Wir hatten auf der anderen Seite auch so 2-3 Sachen, die sind woanders gelandet. Beim zweiten Gegentor, mag einstudiert gewesen sein, aber der Ballverlust ist von uns. Wir spielen einen diagonalen Pass von Nazarov. Der landet beim Gegner, springt ihm zu weit vom Fuß weg, sind nicht gut auf dem zweiten Ball und sind natürlich in der Vorwärtsrichtung ausgerichtet. Und dementsprechend haben wir dann Unterzahl am Flügel. In der Box sind wir nicht am Mann dran und so liegen wir 2-0 zurück. Und dann, finde ich, haben wir trotzdem nochmal gut ins Spiel gefunden, haben das 2-1 gemacht. Und für mich eine ganz entscheidende Situation ist halt, Sararea hat gelb, schießt den Ball weg und ist dann halt eine klare gelbe Karte, gelb-rot. Das ist in der ersten Halbzeit. Dann zu begründen, der Spieler hat den Pfiff nicht gehört, ich lache mich kaputt. Das kennen wir 1000 Mal, die Regel ist halt nun mal so und auch der Spieler weiß das. Wenn ich gelb habe, dann muss ich aufpassen und dann darf ich die Bälle nicht wegschießen. Und dann habe ich den Schiedsrichter auch darauf angesprochen und der hat es begründet, dass der Spieler den Pfiff nicht gehört hat. Okay, muss man dann am Ende des Tages. Muss man nicht, ich akzeptiere es nicht. Also von daher ist das schon spielentscheidend. Dann gehst du in die zweite Halbzeit ganz anders rein. Ja, ich glaube, dass wir zweite Halbzeit dann schon spielbestimmt waren. Auch Pech mit Irwin, dass er dann die rote Karte bekommt. Trotzdem mutig umgestellt, auf Dreierkette gegangen, weiter versucht Druck zu machen, spielbestimmt gewesen. Ja, leider nicht diesen Lucky Punch gemacht zum 2-2. Ich denke, das wäre sicherlich auch verdient gewesen. So sind die Jungs niedergeschlagen, zweite Halbzeit, aber ich kann ihnen heute keinen Vorwurf machen. Die haben bis auf die ersten 20 Minuten, ansonsten haben sie sich dann zurück reingekämpft in so ein Spiel und hinten raus alles probiert. Ja, ist ärgerlich, aber so ist Fußball manchmal und von daher, Alex, auch dir und deiner Mannschaft alles Gute für die restlichen Spiele. Dankeschön. Ja, dann danke euch beiden für die Statements. Gibt es Fragen seitens der Medienvertreter?
mal die eine Frage. Ich hoffe, es ist an. Ja. Christian, du hast den Kevin Lenkford relativ zeitnah rausgenommen. Gab es so den einen oder anderen neben mir, der da auf der Bühne gesessen hat und sich gewundert hat, warum war und was war der Grund dafür? Ja, ganz einfach, weil wir auf Dreierkette umgestellt haben, wollten Linksfuß am Flügel haben mit Ronny Markus. Das Spiel hatte eine andere Statik dann gehabt und dementsprechend, wir haben es auch gemerkt, dass Lenki eigentlich ganz gut im Spiel drin war. Aber wir wissen halt auch, dass er nicht über 90 Minuten gehen kann und dementsprechend musst du dann natürlich eine Entscheidung treffen und auch wechseln. Das haben wir dann in der Phase gemacht. Ich denke, dass das Spiel jetzt dadurch nicht schlechter geworden ist, sondern für mich war der Wechsel eigentlich klar. Es muss auch nicht jeder auf der Tribüne verstehen, was wir machen. Gibt es weitere Fragen? Erstmal nicht, alles klar. Oh, doch, eine Frage gibt es noch. Du hast einen Anhalt. Eine Frage an beide Trainer noch mal kurz zur roten Karte. Sicherlich auch eine unglückliche Situation, aber wie bewerten Sie dann den Umstand, dass es da Rot gibt? Ich muss sagen, war unglücklich. Aus meiner Sicht aber auch nicht genau zu sehen, wie er ihn trifft oder wie es genau war, muss ich mir noch mal im Video angucken. Also sicherlich eine unglückliche Situation, aber Schiedsrichter hat ja sofort auf Rot entschieden. Also der stand näher dran, der wird es besser gesehen haben als ich von meiner Warte. Ist klar, dass das natürlich eine spielentscheidende Situation ist, aber ich habe es ja eben auch schon in meinem Statement gesagt, ob das jetzt unbedingt ein Vorteil für uns war in dieser zweiten Halbzeit, das weiß ich nicht, weil wir dann schon in der Überzahl nicht diese Ruhe und Souveränität gehabt haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Und von daher war es auch danach ein offenes Spiel. Für mich ist die erste Situation, erste Halbzeit, eine klare rote Karte. Da gibt es nichts zu diskutieren, nicht einen Hauch. Das ist die Regel und die muss der Schiedsrichter umsetzen. Die andere Geschichte ist, wenn der Fuß zu hoch ist und er trifft ihn am Kopf, dann ist es, er sieht den Spieler nicht. Ja, wenn er den Spieler dann getroffen hat, und dann musst du mit der Entscheidung leben. Ja. Also da muss ich auch noch was zu sagen. Also ich sehe das überhaupt nicht so, dass es da in der ersten Halbzeit hätte gelb-rot geben müssen. Also es ist für mich lächerlich, sowas zu fordern, weil nochmal, der Spieler hat es nicht gehört in dem Moment. Auch viele im Stadion haben es nicht gehört. Und es war keine Situation, wo du in der Situation zwingend gelb-rot geben musst. Also muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht. Ich habe auch nichts gefordert und ich finde das nicht in Ordnung. Es geht gar nicht ums Fordern, es geht halt einfach, das ist eine Tatsachenentscheidung. Also ganz, ganz ehrlich, das Letzte, was ich tun würde, ist einen Spieler irgendwie ans Brett nageln. Ihr habt ja von der Bank das gefordert, deswegen hast du ja auch gelb bekommen. Ist auch nicht richtig, Alex, du musst richtig hingucken. Die gelbe Karte habe ich bekommen, wo ihr die Möglichkeit hattet zum 2-0, weil der Einwurf an der Mittellinie war und nicht bei uns vor der Bank. Das habe ich reklamiert, dafür habe ich die gelbe Karte gekriegt. Nochmal, Ball wegschießen, wie oft haben wir das denn? Du kriegst die gelbe Karte dafür. Das ist halt die Regel. Ich habe es ja nicht gemacht. Ich kann ja nichts dafür. Und wenn der Schiedsrichter dann die Regel dann übergeht, ist es für mich ein klares Vergehen. Und da bleibe ich auch dabei, ob ich das fordere oder nicht. Es muss eine klare rote Karte geben. Punkt aus und vorbei. Ja, sehen wir komplett anders. Gut, man kann Sachen verschieden sehen. Das wird jetzt nichts an der Entscheidung am Endeffekt ändern. Ich würde sagen, ich schließe die Fragerunde, wenn es keine weiteren mehr gibt. Euch eine gute Heimfahrt nach Kassel. Weiterhin viel Erfolg in den nächsten Spielen. Der OFC ist nächste Woche in Mainz zu Gast und spielt dann am 18.05. das letzte Heimspiel gegen Steinbach. Danke euch. Bis bald.